Was hat der Westen triumphiert, als er meinte, den Sozialismus besiegt zu haben? Aber vielleicht kommt der Sozialismus jetzt durch die Hintertür in den Kapitalismus. Und zwar deswegen, weil die Notenbanken Geld drucken, die Staaten das dann an die Menschen verteilen, damit die nicht sozusagen ins Nichts fallen wegen des Coronavirus. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, das ist jetzt schon eine sehr, sehr starke tektonische Verschiebung. Millionen von Firmen, von Menschen stehen vor dem Nichts, müssen schnell Geld erhalten, müssen irgendwie ökonomisch weiter existieren können, also muss das Geld irgendwo herkommen. Die Notenbanken werden es zur Verfügung stellen. Die Staaten werden es verteilen. Nun ist es aber so, wer Geld verteilt, wir kennen das von Hartz IV oder wer Geld bekommt, der hat meistens dann auch Pflichten. Der hat bestimmte Dinge, die er dann tun muss. Und wenn jetzt die Situation so ist, wie sie derzeit ist, nämlich dass zum Beispiel niemand aus dem Ausland herkommen kann, um zum Beispiel bei der Ernte zu helfen, Erdbeeren oder Kartoffeln oder was auch immer, dann werden wir möglicherweise auf diese Menschen zurückgreifen müssen, die eben Transferleistungen dann vom Staat erhalten. Und das würde faktisch bedeuten, dass eben Menschen, die dann erstmal jetzt arbeitslos sind oder keine Tätigkeit haben, aber dann Gelder vom Staat beziehen, praktisch zwangsverpflichtet werden könnten, um eben dann bei für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft elementaren Aufgaben mitzuwirken. Und das bedeutet natürlich, wie immer im Sozialismus, wenn man so will, eine Einschränkung von individualen Freiheitsrechten. Wir sollten vielleicht anfangen, weil solche Dinge ja absehbar sind, zumindest nicht ausgeschlossen sind, eben genau darüber zu diskutieren, wie weit können persönliche Einschränkungen gehen, wie weit kann die Beschränkung von Individualrechten gehen, was kann man fordern von Menschen, die Transferleistungen vom Staat erhalten, was kann man nicht fordern. Da sollten wir vielleicht zeitnah und frühzeitig damit beginnen, weil wenn die Situation dann so kommt, dann wären wir ein bisschen sattelfester und wüssten, was da auf uns zukommt. Also das ist die Situation. Derzeit im Grunde ist die Globalisierung aufgehoben und jetzt passiert eben letztendlich die Rettung eines Systems durch Gelddrucken. Faktisch hat man schon also ein bisschen ins Nichts geschaut. Das Potemkinsche Dorf ist fast in sich zusammengefallen, muss jetzt nochmal gestützt werden. Und genau das versuchen die Notenbanken derzeit, aber es wird immense Folgewirkungen haben, was da passiert ist. Schauen Sie sich mal an, Zahlen zu vielen Wirtschaftsbereichen. Die Zahlen sehen so aus, dass wir nächste Woche zum Beispiel in den USA wohl von 200.000 ein paar zerquetschten, jetzt auf 2,5 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen werden, wie Goldman Sachs schätzt. Schauen Sie sich an, wie der gesamte Gastrobereich in den USA jetzt kollabiert. Los Angeles und Kalifornien sind unter Lockdown. New York ist heute dazugekommen. Also es ist praktisch unabsehbar, was da passiert. Es ist eine Hoffnung auf den Impfstoff da, klar. Aber das dürfte eher nicht so schnell gehen, nach meiner Auffassung. Vielleicht verflüchtigt sich das Virus, das kann natürlich auch sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß. Jedenfalls sind das eben die Optionen, die uns jetzt sind. Wir müssen erstmal die Leute retten. Das wird aber tiefgreifende Wandlungen nach sich ziehen. Wir werden sozusagen immer mehr in Freiheitsrechten beschnitten. Ausgangssperre ist ja schon sozusagen doch sehr, sehr sprechend in diesem Kontext. Dementsprechend ist jetzt eine Extremsituation entstanden, die unser gesamtes Gesellschaftssystem letztendlich umkrempelt. Schauen wir uns mal vergangene, Großereignisse an. 9/11, als Flugzeuge in Towers gestürzt sind. Okay, das Problem war hart, aber man konnte das bewältigen. Es war klar, dass diesejenigen, die diesen Terroranschlag gemacht hatten, technologisch letztendlich total unterlegen sind. Dementsprechend konnten die Amis das Problem auch lösen. Dann hatten wir die Finanzkrise. Klar, das war hart, weil es um den Immobiliensektor ging. Immobiliensektor ist immer ein Bereich, der als Wertspeicher sehr, sehr wichtig ist, auch für die gesamte Bevölkerung. Dementsprechend hat das auch reingeknallt. Aber jetzt stehen wir vor einer Situation, dass die Wirtschaft plötzlich komplett kollabiert ist. Das war weder nach 9/11 so, das war auch in der Finanzkrise nicht so. Es waren graduelle Prozesse von Paniksituationen, aber nicht plötzlich von hier auf jetzt, wo die Lebensmodelle, die Lebensperspektiven von Millionen von Menschen plötzlich sich radikal geändert haben, wo man sich fragt, kann ich in diesem Job überhaupt weitermachen? Wird es diesen Job noch geben? Und das sind solche Veränderungen, dass man eigentlich sagen kann, im Jahr 1 oder im Monat 1 nach Corona oder in den letzten Monaten vor Corona, in der alten Zeit, wie es heute bei CNBC zum Beispiel hieß, oder in der jetzigen Zeit, die alte Zeit war vor Corona und bei CNBC waren die Herrschaften, diesen Börsensender aus den USA, waren alle schon zu Hause, haben also sozusagen
nur noch von zu Hause berichtet. Das zeigt schon mal, in welcher Dimension wir jetzt sind. Und genau das wird das große Thema. Wir bekommen jetzt grottenschlechte Daten. Noch ist die Stimmung okay, weil die Leute eben noch über Liquidität verfügen. Noch fällt ihnen sozusagen die Wand nicht auf den Kopf, aber das wird sich ändern. Es wird dann eine sehr, sehr harte Zeit kommen. Und im April erst kann man in Deutschland zum Beispiel diese Notkredite beantragen. Das ist auch wieder mal unglaublich toll, dass das so lange dauert. Jedenfalls stehen wir vor einem historischen Wandel. Es ist ein Einschnitt, der das 21. Jahrhundert mehr prägt als alles andere, was bisher in diesem 21. Jahrhundert passiert ist, weil es ein totaler Gamechanger ist, etwas, was die Dinge völlig in einen anderen Kontext rückt. Das ist genau der Punkt, um den es jetzt geht. Und wir müssen jetzt eben anfangen zu gucken, wie kriegen wir diese Situation in den Griff. Und es ist sozusagen jetzt die letzte Option, erstmal diesen Notenbankensozialismus einzuführen. Wir drucken für alle sozusagen, aber eben mit den Verpflichtungen und mit den Einschränkungen von Freiheitsrechten. Darüber sollten wir, wie gesagt, sehr, sehr frühzeitig nachdenken. Ja, heute habe ich ein kleines Problem mit dem Monitor, den Sie hier hinten sehen. Ich kann nicht die Bilder umschalten. Vielleicht hat der einen Virus. Jedenfalls ist die Lage jetzt so, dass ich einfach kurz mal dieses Brainstorming, dieses laute Denken Ihnen präsentieren wollte. Wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal sehen, wie es an den Märkten weitergeht. Heute ja großer Verfall, leichtes Plus, aber dennoch große Volatilität in allen Assetklassen. Haben wir immense Volatilität gesehen und das dürfte sich auch fortsetzen, heute ja Hexensabbat, aber das ist fast schon egal angesichts der ohnehin großen Bewegungen, die wir da sehen. Das ist schon etwas, was uns in unseren Grundfesten erschüttert und wir sollten darüber nachdenken, dass es wahrscheinlich keine Rückkehr zur Normalität geben wird, wie sie vor Corona war. Wir werden also wahrscheinlich nicht plötzlich wieder 100% Flugverkehr haben, auch wenn das Coronavirus verschwunden ist. Da werden Dinge sozusagen noch sich weiterschleifen, Strukturen sich weiterschleifen, die es vor Corona nicht gegeben hat, die sozusagen durch die Entglobalisierung eingetreten sind. Und jetzt ist nach meiner Auffassung die Situation, dass zunächst der deflationäre Schock kommt. Ich hatte das schon mal gesagt, die Leute haben dann immer weniger Geld, bis die staatlichen Zuwendungen kommen. Dauert es etwas, wenn dann die ganze Geschichte wieder anspringt, weil zum Beispiel Produktion raufgefahren werden muss, weil wir viele Sektoren, die wir vorher ausgelagert haben, im Rahmen der Globalisierung wieder nach Hause holen, dann springt die ganze Geschichte an. Nachfrage nach Menschen, Nachfrage nach Gütern. Inflation schon deshalb, weil diese Nachfrage da ist und diese immense Liquidität, die bereits im System jetzt ist oder die beginnt in das System hineingewalzt zu werden, die hat dann praktisch unglaubliche Auswirkungen, wahrscheinlich inflationär. Das heißt, nach dem deflationären Schock kommt dann wahrscheinlich der inflationäre Schock und es ist sozusagen wahrscheinlich die entscheidende Weichenstellung für jeden von uns persönlich in dieser Situation zu erkennen, wann ist der deflationäre Schock vorbei und wann beginnt der inflationäre Schock. Das sind dann sozusagen die Investmententscheidungen, die Jahrzehnte, Jahrhunderte prägen, sagen wir mal Jahrzehnte zumindest für einige Menschen von uns, die jetzt eben Zeitgenossen sind. Dementsprechend ist das sozusagen für mich die entscheidende Frage, wann kommt der Umschlag vom deflationären in den inflationären Schock, zumal dann eben jetzt solche Dinge wie mit Erdbeerernte, wie ich das genannt hatte oder bezeichnet hatte, angedeutet hatte, dass da eben wahrscheinlich weniger Erdbeeren produziert werden als ein Bild, das hier vielleicht mal sprechend ist. Das wird bedeuten, dass die Preise für Erdbeeren steigen. Also da sehen wir an allen Fronten, was sich da abzeichnet. Wir fahren auf Sicht, können vieles nur erahnen, aber manche Strukturen deuten sich schon an, etwa, dass eben Menschen jetzt immer mehr in die Produktion gezogen werden, die vorher aus dem Verwaltungsbereich kamen. Man hört da schon erste Beispiele, dass Firmen sozusagen, die produzieren müssen jetzt, die Güter produzieren, die für die Allgemeinheit wichtig sind, Leute aus dem Verwaltungsbereich in die Produktion ziehen. Das sind Dinge, die allein schon Verschiebungen sind, die man sich bisher kaum vorstellen konnte. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich wünsche jetzt gleichwohl ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao. Ich hoffe, Sie nehmen mir dieses Brainstorming nicht übel, aber ich versuche einfach mal Perspektiven zu zeigen, die über das Tagesgeschehen hinausgehen. Deswegen gibt es ja keine Charts heute, gell? Wir brauchen schon Charts. Das ist ja fast schon unwichtig, oder? Servus und Ciao.